Ja, hallo und willkommen zurück zu Team Kirby Clash Deluxe mit einem neuen Passwort. Und zwar haben wir es diesmal wieder mit einem kalten Passwort zu tun, und zwar mit einem Gegner, den wir sehr gut kennen, aber es ist der englische Name. Und dann gehen wir es direkt mal hier ein. Man kennt es ja, wie so oft. Und zwar handelt es sich diesmal um unseren allzeit beliebten Eisbär, aber in der englischen, ja, als englischen Namen. Und zwar heißt er im Englischen Frosty, und das Ganze wird natürlich wieder ganz alles groß geschrieben. Frosty und Y, alles klar. Gibt natürlich wieder unsere Standard 5 Äpfel und ein, ja, ein seltenes Fragment. Hier haben wir es schon. Und ja, wie immer nicht vergessen, das Ganze läuft natürlich wieder nur auf limitierter Zeit, also bis zum 5. Januar. Und was sogar witzigerweise so ist, dass halt das letzte Passwort noch da ist. Also solltet ihr das noch nicht eingegeben haben, könnt ihr es ruhig machen. Das läuft am 9. ab, 9. Dezember. Und ja, dann hoffe ich, hat das Ganze wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von das, vom Team Kirby Clash Deluxe Passwörter sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.